Hallihallo und willkommen zurück hier beim Industriegigant-Projekt im LS19. Ja, Industriegigant und Forstprojekt. Kurzes Update zur Schubkarre. Es hätte funktionieren sollen, hat's aber nicht, was doof ist. Der Mod ist wieder rausgeflogen. Und ich habe schon mal die schönen Fliegel-Großraumschaufeln mit raufgenommen. Und der Waltra ist auch schon unterwegs da runter zum Shop. Da werden wir jetzt gleich eine Schaufel kaufen. Und, oh oh, oh oh. Das wird doch wieder nichts werden hier. In der Zwischenzeit packen wir mal hier die Hackschnitzel aus dem Holzhacker hier ins Sägewerk rüber. Und das machen wir halt mit dem großen Anhänger. So, weil das Ding arbeitet nicht mehr. Das heißt, wir sind hier durch, was das Holz angeht. Und im Endeffekt müsste jetzt sich dann die Produktion quasi hoffentlich selbst tragen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld nachher, oder nicht wie viel Geld, wie viel Hackschnitzel beim Palettenwerk rumkommt und wie viel hier rumkommen wird. Das müssen wir uns dann auch alles in Ruhe angucken. Ja, der Anhänger ist vielleicht ein bisschen groß für den Unimog. Ja, das könnte gut sein. So, dann laden wir dann ab. Dann stellen wir den gleich wieder zurück. Und ich würde sagen, bis der Waltra dann am Shop angekommen ist, werden wir uns um Bäume fällen kümmern. Was auch sonst. Beziehungsweise wir könnten gleich schon mal die Schaufel kaufen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ah, rückwärts fahren ist nicht meine Stärke, ich weiß. Man merkt es, glaube ich. Nach wie vor. So, gut. Das lassen wir so. Dann schauen wir mal. Frontlader. Genau, das sind die. Ich denke, wir werden die größte nehmen. Und zwar in Case Rot. Da wir alles ja so in Rot-Schwarz haben, passt das. Ja gut, das heißt, wir brauchen aber noch mehr Geld. So, wo ist denn unser Waltra? Der ist hier. Und er muss nach da. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Dann ab in den Komatsu. Ah. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, ab hier rein. Holz machen. Beziehungsweise, nee. Fehler. Hier rein. Erst einmal die Baumstümpfe entfernen. Das ist wichtiger. Damit wir da wieder eine freie Bahn haben, wo wir längs fahren müssen. So. Genau. Im Werksverkehr immer mit Rundumleuchter. So, dann haben wir nämlich hier wieder ein freies Arbeitsfeld. Gut, wir hätten rein theoretisch auch hier für den Liebherr eine Frontladerschaufel uns holen oder eine Schaufel holen können. Aber bis ich mit dem Teil da wieder unten beim Shop bin, das geht ja Jahre. Und deswegen dann doch lieber für den Waltra. Ups, na, nicht zu tief, nicht zu tief.
Wie gesagt, ich bin da mal gespannt, wie viele Hackschnitzel das dann überhaupt so sind, die hier immer so am Boden rumliegen. Da haben wir ja auch noch keine Erfahrungswerte, ob wir da eventuell doch auch mit dem Anhänger eher hinfahren oder ob wir das wirklich schaufeln können. Ja, müssen wir einfach gucken. Und bis wir eben soweit sind, beziehungsweise bis der da unten ist und dann wieder hier hochgefahren, das muss er ja auch noch wieder, haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein wenig Holz vorbereitet. Dann können wir da nämlich wieder schön, boah, einsammeln und ins Sägewerk bringen. Bisschen weiter darüber. Und wie gesagt, mit einem Holz-Autoload-Anhänger müssen wir dann mal irgendwann gucken, ob wir uns sowas zulegen oder ob wir bei der Geschichte, so wie wir es jetzt machen, bleiben. Nein, du bist nicht so dick. Ah, da ist einer angekommen. So, da müssen wir gleich hinspringen. Wer steht denn irgendwo hier draußen? Genau. So, machen wir das mal weg hier. Da ist die schöne Schaufel. So, dann fährst du mir gleich wieder zum Sägewerk zurück. Vielleicht können wir ja heute noch schaufeln. Mal gucken. So, dann machen wir. Oh oh. Ja, ich hätte den Baumstamm sägen sollen. Gut, den müssen wir dann wohl mit der Kettensäge. Oder vielleicht, na ja, gut, da können wir gucken mal, dass ich vielleicht für nächste Woche die Winde mal noch mit drauf nehme. Dann ziehen wir den nämlich einfach mit der Winde nach draußen. Das wäre auch mal eine Option, die wir haben. Das ist doof, wie du dich da jetzt so rumdrehst. Du sollst die eigentlich dahin schmeißen. Also ich habe mir auch überlegt, wir werden in diesem Projekt keine Kredite aufnehmen. Das lassen wir sein. Wir werden auch keine Mietfahrzeuge haben, sondern wenn, dann wird gekauft. Soll so ein bisschen Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon, habe ich da schon was drauf genommen, ein Autoload? Ja, die habe ich schon mit drauf hier. Das heißt, wir würden vermutlich dann eben sowas hier holen, plus eine Dolly einfach. Irgendwann dann mal. Gut, wir könnten na klar den Baum, der da liegt, auch einfach mit der Kettensäge klein machen. Aber ich finde, so mit einer Winde ist auch mal was anderes. So, dann bin ich mal gespannt. Ja gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also der Waldra hätte noch Gelegenheit, nach hier oben zu kommen, damit wir Hackschnitzel schaffen. Wir müssen gleich mal in die Produktion schauen.
Vielleicht bekommen wir ja schon die erste Palette. Also die erste Bretterpalette. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Holzhaufen hier wächst langsam. Ja, wir müssen vor allem schauen, dass wir das Sägewerk so voll bekommen, dass es die Nacht über durchlaufen kann, wenn wir vorspulen. Das ist extrem wichtig. Deswegen denke ich mal, dass es doch Sinn machen würde, diesen Autoload-Holzanhänger zu holen. So für zwischendurch können wir das ja durchaus mit der Poltergabel weitermachen. Aber die Masse einfach müssten wir mit dem machen. Ja, machen wir. Machen wir. Das machen wir. Das heißt, wir holen uns den. Ja, komm, wir haben jetzt 8 Meter Stücke. Wir haben ja keine weiten Wege. Dann holen wir uns jetzt einfach den hier. Konfiguration Standard. Zugmaul. Ne, brauchen wir nicht. Breitreifen. Ja, komm. Egal. Kaufen wir. Und da brauchen wir noch eine Dolly dazu. Dolly, Dolly. Dolly. Ja, gibt's nur eine. Auch mit Breitreifen. Gekauft. Das heißt dann aber auch, der Unimog muss wieder zum Shop runter. Er muss das Gerät abholen. Maschinenhändler. Wir können ja mal ein bisschen mit dem mitfahren. Bis wir vielleicht irgendwo, irgendwann dem Kollegen. Ach, da kommt er schon. Der Waldrat. Der Waldrat. Ich glaube, der fährt. Doch, der fährt auch in die Richtung. Ja, gucken wir mal. Lassen wir den Unimog wegfahren. Und wir wuppa, springen hier mal rein. So, dann machen wir Auto Drive aus. Und dann schaufeln wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, was wir da an Hackschnitzeln rumliegen haben. Und wie gesagt, wir müssen ins Sägewerk gleich mal rein luschern. So. Ja, guck mal, mit der Schaufel geht das. So, voll. Dann bringen wir das doch gleich auch hier rüber. Ja, für die Zukunft werden wir uns einfach den Anhänger dahin stellen, denke ich mal. Weil hier ist ja aktuell noch genug drin. Kommt halt immer drauf an, wie schnell wir hier unterwegs sind. Das heißt, wir müssen aber ein paar mehr Paletten produzieren zum Verkaufen, damit wir das Palettenwerk uns leisten können. So, wir sind schon wieder voll. Da müssen wir dann schauen. So, wir haben jetzt nur ein Problem mit dem Autoload-Anhänger. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Quasi eine Drehschäbel-Kombi, mit der wir rückwärts da hoch müssen.
Es sei denn, wir können das irgendwie von nebenan abladen. Eieiei, das wird jetzt nochmal interessant. Ja, das heißt, wir brauchen auch irgendwann, um das uns leichter zu machen, einen LKW. Das hat eine Zugmaschine. So, war das... Upsa, hier. Schon alles, was hier rumgelegen hat? Jo. Ja gut, da kommen wir jetzt noch nicht so ran. Das heißt, bis der da ist. Jetzt lass uns mal gucken. Könnten wir rein theoretisch hier ranfahren? Ups. Und das da abladen. Müssen wir versuchen. Müssen wir versuchen. So, ich will aber mal kurz schauen, wie weit wir hier mit den ersten Bretterpaletten sind. Bretterpalette. Die erste ist fertig. Es sind 8000 Liter. 8000 Liter. Jetzt lass uns mal kurz zum Global Market springen. Global Market ist hier. Bretterpalette. Hatte ich doch vorhin hier schon mal gesehen. Leerpalette. Ja, Bretterpalette. 1400. 1400. Mal 8 sind 8000 und wären 11.200 eine Palette. 11.2, das ist doch schon mal ganz ein ganzes gutes Ding, würde ich sagen. So, wo ist der Unimog? Da bewegt sich was. Der ist auch fast da. Komm, springen wir da mal rein. Wir sind eh schon wieder am Ende. Das heißt, wir werden, oder ich werde jetzt den Holztransport noch nach oben machen. Dann können wir nämlich morgen, diesmal stimmt morgen, am Sonntag um 10, das Holz mal einsammeln und gucken, wie wir das in das Sägewerk reinbekommen. Tja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wenn es euch Spaß macht hier, lasst das Däumchen da, gerne was in die Kommentare schreiben. Und ja, auf jeden Fall, ja, genau, zu schnell gefahren, ich rasende Wildsau. So, hat mich jetzt wieder aus dem Konzept gebracht. Schaut morgen rein, um 10 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.